Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an diesem schönen Frühabend. Draußen scheint die Sonne. Ich freue mich deshalb umso mehr, dass Sie sich nochmal in die dunklen, kalten Räume zurückgezogen haben mit uns. Wir möchten heute in einer Podiumsdiskussion mit, ich möchte mal sagen, starker Beteiligung aus Ihren Reihen uns einem der Grundprobleme nochmal annehmen, nämlich, dass irgendwo ja auch ein wirtschaftlicher Effekt durch all diese schönen Technologien, die Sie da ein paar hundert Meter weiter in der Halle sehen können, erreicht wird. Und deshalb ist das Thema der abschließenden Diskussion dieses Tages heute Erfolgswirksamkeit und Nachhaltigkeit von Business-Prozess-Management-Lösungen. Allein da schon drei Worte drin, über die man lange diskutieren kann. Erfolgswirksamkeit, Nachhaltigkeit, Business-Prozess-Management. Ich darf mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Ulrich Kampfmeier. Ich bin Geschäftsführer der Projekt Consult Unternehmensberatung in Hamburg und bin als Direktor der AIM International mitverantwortlich für diese Veranstaltung und darf Sie hier zusammen mit den Kollegen, die ich Ihnen nachher noch vorstellen möchte, zur Podiumsdiskussion zu diesem Thema herzlich begrüßen. Ich möchte auch die Zeit für die Diskussion nicht allzu sehr beschneiden, aber ich glaube, diese drei Begriffe brauchen doch etwas Erklärung und deshalb möchte ich zu diesen Kürzeln wie BPM und den anderen Begriffen doch einiges sozusagen als Einstieg in die Diskussion vorausschicken. Business Process Management ist wieder eines dieser berühmten Akronyme, das so vor 2-3 Jahren aufgetaucht ist, wo man sofort die Idee hatte, na, liebe Hersteller, wart ihr mit den alten Begriffen nicht mehr so richtig zufrieden, ist da wirklich eine neue Qualität hinter? Was soll man denn unter diesem neuen Begriff jetzt verstehen? Viele sind heute noch der Meinung, dass BPM eigentlich nur ein anderes, schöneres, moderneres Wort für Workflow sei. Den Begriff Workflow kennen wir seit gut 20 Jahren. Irgendwo hat er sich abgenutzt. Viele Projekte, die in den 80er und 90er Jahren unter dem Titel Workflow gestartet worden sind, sind mehr oder weniger in Schall und Rauch, zum Teil eben mit entgegengesetzten ROI, Return on Investment, untergegangen. Die Schwierigkeit aber auch bei diesem Akronym ist, BPM, Business Process Management, dass eigentlich jeder das wieder für sich auslegt. Je nachdem, in welche Broschüre Sie bei den verschiedenen Anbietern reingucken, werden Sie andere Definitionen finden. Und deshalb ist hier zunächst einmal die Hürde zu überwinden vom Schlagwort wirklich zum greifbaren Lösungsansatz. Letztlich umfasst BPM Workflow. Workflow ist eine Komponente von BPM, aber halt nur eine. Und mir persönlich wichtig ist immer, dass man BPM als organisatorische Herausforderung begreift. Gut 90% aller Aufwände in einem solchen BPM-Projekt sind Organisation und nicht das Stückchen Softwarelizenz, das man zum Teil heute schon fast nachgeworfen bekommt. Zu BPM braucht man sehr viele Randtechnologien, von der Bürokommunikation über Dokumententechnologien, über Design-Tools, Controlling-Tools, aber im Wesentlichen auch eine entsprechende Unternehmenskultur, um überhaupt BPM machen zu können. Wenn Ihre Organisation nicht auf den grundsätzlichen Prozessgedanken eingestellt ist, als Träger Ihres gesamten Unternehmenskonzeptes, dann werden Sie es auch sehr schwer haben, BPM-Projekte durchzuführen. Damit sind wir beim Thema 2, Projekterfolge. Also in Glanzdruckbroschüren verpackt, sogenannte Success Stories, liest sich das immer super. ROI, neue Produkte, mehr Effizienz, Mitarbeiterakzeptanz. Nur wenn man mal auf die lange Liste der Referenzprodukte und Referenzprojekte guckt, sind sehr viele von diesen zum Teil heute gar nicht mehr im Einsatz. Und mir persönlich stellt sich natürlich auch immer die Frage, müssen wir auf den Projekterfolg gucken? Also das, was das Team sich ausgedacht hat und irgendwann in den Rollout gebracht hat? Oder sind nicht vielleicht viel andere Erfolge wichtiger? Projekte neigen dazu, immer nur in ihrer eigenen Dimension zu denken.
Sie beschäftigen sich mit sich selbst. Sie kochen praktisch im eigenen Saft. Und wenn man aus einem solchen Projekt dann hinterher die berühmte Abrechnung bekommt, ROI, Return on Investment, in 6 Monaten, in 1 Jahr und so weiter, dann sind das in der Regel projektbezogene Daten, die aber mit der Nachhaltigkeit, wie diese Technologie wirklich eingesetzt wird, wie nutzbringend sie ist, relativ wenig zu tun hat. Und deshalb persönlich halte ich ROI-Betrachtungen ganz einfach für zu kurz gesprungen. Einfach mal auszurechnen, wie viele Leute oder wie viel Geld habe ich gespart oder wie viel Arbeitszeit, sondern viel entscheidender ist, wie hat BPM, Business Process Management, mein Unternehmen neu geprägt? Wie gehe ich damit um? Ein ganz großes Problem ist die Messbarkeit von Erfolg. Ich gehe hier einfach mal auf die Anbieter mit der These los. Herr Metzger wird mir nicht böse sein. Ich bin der Überzeugung, dass über 90% aller dieser ROI-Berechnungen und Betrachtungen ganz einfach dicke Daumenschätzungen sind. Und das liegt ganz einfach daran, dass wenn man sich in ein solches Projekt hineinstürzt, häufig vergisst, überhaupt die Messgrößen zu ermitteln. Was ist mein Ist? Was kostet es mich heute? Was kostet es mich nach der Lösung? Und welchen wirklich rechenbaren Nutzen habe ich hinterher? Und das liegt auch daran, dass die Ziele meistens relativ schwammig formuliert werden. Und dass es eben auch kaum eine Vergleichbarkeit und Ist und Soll nach der ROI-Betrachtung gibt, sondern das ist meistens so eine zeitpunktbezogene Aussage, die entweder für eine Management-Präsentation oder für eine solche Success-Story gemacht wird. Und dann geht man raus und sagt, ich hatte meinen ROI nach 6 Monaten. Aber was passiert denn dahinter? Wie geht denn das weiter? Insbesondere, wenn man ein Mehrstufenkonzept hat, wo man den ROI schon rausgibt, nach 300 Mitarbeitern am System, aber irgendwann mal eigentlich einen Ausbau auf 20.000 Arbeitsplätze vorhatte. Und hier ist leider Ehrlichkeit von Kunden und von Anbietern sehr klein geschrieben. Es wird häufig das ROI-Argument benutzt, um eine schnellere Verkäuflichkeit zu erzielen. Denn, wie wir in sehr vielen Veranstaltungen hier auf der DMS Expo gesehen haben, ist ROI, also die Wirtschaftlichkeit, einer der Hauptverkaufsfaktoren. Wenn ein Anbieter seinen Kunden nicht einen ROI nachrechnen oder vorrechnen kann, hat er Probleme, sein Produkt zu verkaufen. Also muss irgendwo ein ROI her. Und das sind dann eben die Anwender, die entweder ehrlich mit sich umgehen, auch wirklich alles mal eingerechnet haben, oder einfach den Herstellern einen Gefallen tun wollten, weil es doch so nett im Projekt war. Auch sowas gibt es. Und damit sind wir natürlich bei der Frage, welchen Stellenwert haben Referenzprojekte der BPM-Anbieter? Auch hier ganz eindeutig ein Trend. Man möchte als Anbieter natürlich mit einem neuen Kunden, einem neuen technologisch interessanten Projekt, möglichst schnell auf den Markt kommen. Möglichst schnell mit diesem neuen Referenzkunden neue Kunden gewinnen. Und davon wird das auch häufig getrieben. Und die Frage der Nachhaltigkeit, was passiert eigentlich am Ende eines Projektes? Was passiert es, wenn ein solches System 2, 3, 4 Jahre im Betrieb ist? Wenn es also nicht mehr um den projektbezogenen Erfolg geht, dazu erfahren wir eigentlich zu wenig. Und das sind aber eigentlich die entscheidenden Phasen, wo nach einer Einführungszeit, wenn das System in Produktion gegangen ist, wenn wirklich alle Mitarbeiter damit arbeiten, dann eine Nachbetrachtung eigentlich erforderlich ist. Und die sieht dann häufig anders aus als der mal schnell aus der Tasche gezauberte ROI. Ich halte es daher unter Umständen für sinnvoller, wenn die Anbieter dazu übergehen und sagen, hey Kollegen, guck mal, hier ist ein Unternehmen, das setzt seit 5, 10 oder mehr Jahren meine Technologie ein und hat es wirklich geschafft, diese kontinuierlich auszubauen und effizient langfristig zu nutzen und hat mir einen langfristigen Erfolg gebracht. Und wo es auch ohne modernistische Schnörkel geht, also dass man immer die ganz neuen Projekte, die dann auch gleich im Internet rumtoben und so etwas darstellen, vorstellt, sondern wirklich die Arbeitstiere, die die Unternehmenskultur, die Unternehmensprodukte und das Unternehmen selber verändert haben, im Positiven darstellt. Und mit diesen Bemerkungen möchte ich eigentlich
in die Diskussion einsteigen und möchte als allererstes erstmal meine Mitdiskutanten vorstellen. Wären wir damit etwas lauter, besser verständlich? Ja, ich glaube. Gut, Business Process Management, ein Thema, was sicherlich von vielen Anbietern unterschiedlich bewertet wird, auch sicherlich ein Modewort, das je nach Interessenlage sehr unterschiedlich dargestellt wird. Es ist sicherlich so, auch hier leidet der Markt ein Stück weit unter etwas schwammigen Positionierungen unter schwammigen Definitionen, will ich gar nicht abstreiten. Und jeder Hersteller ist natürlich interessiert, sich im Rahmen eines solchen Begriffes richtig aufzustellen. So auch wir, gar keine Frage. Das sollte man auch tun als Anbieter. Den Punkt ROI. Dazu habe ich noch nicht gefragt. Ich wollte erstmal nur wissen, ob Sie damit einverstanden sind, was ich dazu BPM gesagt habe, denn was mich in Ihrer Antwort sehr erstaunte eben, Herr Kollege, ist, dass Sie selber gesagt haben, das ist ja ein ziemlich schwammiger, weicher Begriff. Auf der anderen Seite positionieren Sie sich aber als eigentlich der führende Anbieter zu diesem schwammigen Begriff. Ist das ein Widerspruch für Sie oder? Ja, ist nicht unbedingt ein Widerspruch aus unserer Sicht. Natürlich müssen wir diesen Begriff genauer fassen. Müssen dafür letzten Endes eine, um auf Ihr Bild zurückzukommen, weniger blumige Definition liefern und schon die Bereiche für uns definieren, die wir abdecken können, gar keine Frage. Und damit positionieren wir uns dann letzten Endes. Ich gucke einfach mal zu meiner Rechten herüber. Wenn Sie Ihr Projekt angucken, Herr Kerbes, würden Sie sagen, das war ein Business Process
Managementprojekt, also im Sinne wirklich von Geschäft und Prozesse und Management des Ganzen? Also ich kann Ihnen sagen, ich mag diese ganzen Begriffe eigentlich überhaupt nicht leiden. Wenn ich die Folien sehe, die sind voll gepflastert mit Business Process Management, mit ROE, alles ist Englisch, alles hört sich toll an. Bleiben wir mal mit den Füßen auf dem Boden. Tatsache ist doch, wir haben Probleme zu lösen und diese sollen nach Möglichkeit die Effizienz meines operativen Geschäftes steigern. So, ob das, was ich da jetzt mache, ein Business Process Management ist, das ist mir eigentlich erstmal egal. Sondern ich höre mir an, wie jemand arbeitet und höre mir an, welche Sorgen er hat oder welche Probleme er hat. Und dann gucke ich, ob ich mit Technik oder mit Systemen ihm unter die Arme greifen kann, ob ich ihm helfen kann. So, und wenn er sagt, mit dem, was du mir da vorschlägst, kannst du mir helfen, weil die und die und die Dinge dann besser laufen, dann habe ich die Legitimation, ihm zu helfen. Das mit dem ROI ist nach meiner Meinung ein bisschen Augenwischerei. Woher kommt das? Ich kann jetzt nur für Konzernstrukturen sprechen. Im Regelfall ist es so, dass Vorstände, wenn sie Kosten bewilligen müssen, wenn sie über Einsparungen nachdenken, eigentlich nur Personalkosten wirklich greifen können. Alles andere drumherum ist eigentlich Makulatur. Im Wesentlichen sind es die exorbitanten Personalkosten, die sie versuchen zu reduzieren. Also finde ich auch immer wieder Betrachtungen, wo drin steht, wenn ich die Technik einführe, spare ich 3 Köpfe ein. Ob ich die dann aber wirklich einspare, das steht auf einem anderen Blatt. Formuliert wird das so, damit der Vorstand, der es schlussendlich bewilligen muss, etwas Greifbares hat. Und das sind die Personalkosten, an denen er nachher den Erfolg dieses Projektes ableitet. Und wenn ich statt 3 nur 1 Mitarbeiter eingespart habe, dann soll das gesamte Projekt gleich unwirtschaftlich geworden sein. Das kann ich so nicht nachvollziehen. Also gehe ich her und sage, vergesst die ganzen Begriffe. Der ROI definiert sich nicht in Köpfen und nicht in Zahlen, sondern er definiert sich in der Akzeptanz eines Systems. Und wenn dieses System akzeptiert und zu 100% im Einsatz ist und zu 100% ausgelastet und ausgeschöpft wird, dann ergeben sich Einsparungen losgelöst von Personalkosten von ganz alleine. Nichts kann Ihnen Schlimmeres passieren, als wenn Sie ein solches System zum Einsatz bringen und es dümpelt nachher vor sich hin. Also ROI heißt für mich absoluter, 100%ig akzeptierter Einsatz in einem Konzern. Und die Bereiche, die damit arbeiten und es akzeptiert haben, die sorgen nachher von ganz alleine dafür, dass das System wirtschaftlich ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben, ich benutze den Begriff jetzt nicht, eine solche Technologie in einem Bereich eingeführt, der ein bisschen sensibel ist, nämlich unsere Rechtsabteilung. Da sitzen 18 Juristen, die wahnsinnig viel Papier zu stemmen haben. Und ich habe mit dem Chef der Juristen darüber gesprochen, wie er seine Arbeitsweise optimieren kann. Und als wir nachher fertig waren, musste ich in die Vorstandssitzung und wurde gefragt, Herr Kerbus, du hast da jetzt x Euro für dieses Projekt ausgegeben. Wie rechnest du denn ein ROI? Dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich möchte dazu jetzt nichts sagen, aber ich bitte meinen Kollegen, Herren Chefjuristen, mal eben nach vorne. Und dann ist er nach vorne gekommen und hat 20 Minuten lang über die Effizienz seines neu eingeführten Systems aus seiner Sicht berichtet. Und danach waren alle Fragen zum Thema ROI geklärt. Warum hat das funktioniert? Weil er dieses System zu 100% hat anwenden können, sich darin wiedergefunden hat und hat seine Prozessoptimierung, jetzt nehme ich mal so ein Wort, daraus selber generieren können. Und nicht ich als IT-Chef eines Konzerns bete dann den Vorständen vor, wie ein solches Projekt wirtschaftlich zu rechnen ist. Also so geht unser Konzern mit solchen Projekten an der Stelle um. Darf ich dann die Frage gleich an Herrn... Also auch wir benutzen diese Begriffe überhaupt nicht. Als ich vor 3 Jahren diesen Bereich übernommen habe, wurde ich überschüttet mit Ratschlägen, wie ich meine Business Processes, my Customer Relationship und wie sie alle heißen, über Systemsteuerung verbessern kann. Und letztendlich, ich bin ja nur Kaufmann und kein IT-Spezialist und auch kein Consultant. Habe ich mich leiten lassen von den Möglichkeiten, die einmal der Markt mir bietet für mein Kerngeschäft, also das Flottenkartengeschäft mit starken Wachstumsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite habe ich mich leiten lassen
von den Fähigkeiten meines eigenen Bereichs, von den Mitarbeitern und musste da feststellen, ja, ich habe ausreichend Fähigkeiten, aber ich habe nicht ausreichend Spielraum, dieses Marktwachstum zu bedienen. Die Vorgabe der Geschäftsleitung war wie immer in großen Konzernen, ja, wir möchten teilhaben am starken Marktwachstum, aber du kriegst nicht mehr Geld, im Gegenteil ein bisschen weniger. Du kriegst auch nicht mehr Leute, aber wir schneiden dir auch keine Köpfe weg. Das heißt, dieses Wachstum musst du aus eigenen Effizienzsteigerungen bewerkstelligen. Und daraus ist eigentlich für uns das Projekt entstanden, aus rein kaufmännischen und, ich sag mal, auch Überlebensgründen. Und so haben wir unser Projekt definiert. Wenn ich heute dann auf so ein ROI komme, den mussten wir natürlich auch nachweisen, sonst kriegen wir ein Projekt in der WP überhaupt gar nicht genehmigt. Dann weiß ich, ich habe das Wachstum erreicht, ich bin innerhalb meines begrenzten Budgets, Gesamtbudgets geblieben, ich habe nicht mehr Leute, aber mein Geschäft um 50% ausgedehnt. Und mehr ROI brauche ich nicht nachzuweisen, denn das steht dann unterm Strich und Prozente oder ROI interessieren in dem Fall uns dann auch nicht mehr. Bevor wir also nochmal Also ich finde es erstmal schön, wenn ich oben durch die Halle gehe, dass man den Eindruck hat, dass die Anbieter das nachholen an Funktionen, was sie die letzten 4 Jahre versprochen haben. Das scheint ja an der einen oder anderen Stelle zu funktionieren. Wie das dann heißt, sei dahingestellt. Wenn ich BPM mal nehme, dann bin ich bei der Unterstützung der Erstellung oder Abarbeitung von Geschäftsprozessen. Das ist nicht wirklich neu. Ob ich dazu nun ein Workflow-System heranziehe, ob ich dazu nun ein DMS-System heranziehe, ob ich dazu Knowledge-Management-System heranziehe. Letztendlich soll das jeder nennen, wie er möchte, wie es wirklich auch in seine eigene Marketingunterlage am besten passt. Ob ich mit so einem System am Ende Geld verdiene oder nicht, liegt sicherlich massiv an der Systemauswahl. Und da hat sich die Projektkultur in den großen Unternehmen sicherlich gewandelt. Wir haben vor 4, 5 Jahren die großen Evaluationen gehabt, wo man gesagt hat, wir haben 36 Anbieter am deutschen Markt. Und davon möchten wir jetzt bitte den Besten haben. Dann wurden 4.000 Seiten Pflichtenheft geschrieben mit irgendwelchen Kriterien. Das hat sich von der Kultur sicherlich etwas gewandelt. Der Markt hat sich etwas konsolidiert. Wir haben weniger Anbieter. Und es geht sicherlich eher darum, dass der Anbieter gewinnt, der eine Lösung zu bieten hat auf das Geschäftsproblem. Wie er das nun nennt, wir haben sicherlich ein und das gleiche Projekt unter dem Label Knowledge Management, unter dem Label Dokumentenmanagement oder unter dem Label Workflow gemacht. Teilweise sogar im gleichen Unternehmen. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn letztendlich die Lösung passt. Und zum Thema ROI, kann man das rechnen, kann man das nicht rechnen? Wenn ich heute ein Projekt ernsthaft angehe und ernsthaft heißt, ich möchte keinen ROI innerhalb von 4 Monaten für eine 6,5 Millionen Investition haben, weil das ist dann relativ schwierig, wird aber ja doch immer noch versprochen, sondern ich gehe über einen betriebswirtschaftlichen Abschreibungszeitraum und versuche dort so ein Projekt zu rechnen, dann kann ich das mit betriebswirtschaftlichen Methoden tun. Es ist natürlich ein Stückchen Aufwand, den ich vorweg einfach investieren muss. Du hast schon wieder 3 Fragen mitbeantwortet, die ich noch stellen wollte, aber Kollege Rassloff, ich möchte Sie an dieser Position noch nicht einfach loslassen. Nehmen wir mal an, Sie würden einen Workflow oder wie auch immer gearteten Hersteller beraten. Würden Sie dem raten, mit diesem Begriff in der Werbung nach draußen zu gehen oder würden Sie ihm sagen, komm, schreib doch mal was da drauf, was bei deinen potenziellen Kunden hier zu meiner Rechten auch ankommen würde? Das ist ja kein Entweder-Oder. Wenn ich mir eine Firma Stuffware anschaue, wie das Marketing dort positioniert ist, ob dort BPM oder Workflow gelabelt wird, so nenne ich es jetzt einfach mal,
ist, glaube ich, dem Kunden relativ egal. Wichtig ist das, was habe ich an Projektreferenzen gemacht, welche Projekterfahrungen habe ich, wenn ich so ein Projekt auch nur mit einem Hersteller machen möchte, hat der überhaupt die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse in meiner Branche, weiß der, wie eine Bank, eine Sparkasse, ein Energieversorger überhaupt von innen funktioniert, oder hat er sich die letzten 10 Jahre im Automotive-Bereich umgetrieben und technische Dokumentation gemacht? Und das sollte eigentlich viel mehr Kriterium der Auswahl sein, als zu sagen, ich suche mir jetzt die 10 schönsten Hersteller im BPM-Umfeld, weil das ist, glaube ich, fließend. Wenn wir auf die CeBIT gehen und schauen, was haben wir heute für Labels hier an den Ständen kleben, was haben wir auf der CeBIT an den Ständen, dann wird der eine heute Workflow machen und übermorgen BPM machen und umgekehrt. Wichtig ist es, glaube ich, dass ich mich mit Leuten unterhalte, die die Produkte und die Funktionen der Produkte in ihren Projekten kennen. Das kann ein Berater sein, das kann aber auch einfach der Consultant aus einem Softwarehaus selbst sein. Ich gebe das einfach mal zu meiner Rechten weiter, Herr Kerbus. Sie haben vorhin gesagt, also für mich war die wesentliche Komponente das, was beim Personal funktionierte. Welche Rolle spielt denn, sagen wir mal, der Prozess in Ihren Projekten? Wenn man das mal so gegeneinander abwägen wollte, wo kommt der meiste Nutzen für Sie her? Aus der Prozessverbesserung, aus dem Einsparen der Leute? Der kommt eigentlich ausschließlich aus der Prozessverbesserung. Ich gebe Ihnen wieder ein praktisches Beispiel. Die Stärk hat 25 Jahre lang Steinkohlekraftwerke hier in Deutschland betrieben, tut das heute noch. Ist der zweitgrößte in Deutschland. Und seit 2 Jahren schreibt sie sich auf die Fahne, international Kraftwerke zu bauen. Und jetzt bauen sie irgendwo in der Türkei, mitten in der Pampas, ein Kraftwerk. Nein, falsch, sie sollen ein Kraftwerk bauen. Und auf einmal haben sie ein internationales Projekt vor der Tür stehen, was eine Dimension hat, die sie bis dahin überhaupt nicht gekannt haben. Warum? Weil sie mit international verteilten Kanzleien, Juristen und Banken an einem Projekt, an einem zentralen Projekt arbeiten. Das ist eine Anforderung, die kannte man bisher gar nicht. So, und der Federführende für dieses Geschäft ist ein Chefjustiziar eines Konzerns, der für die rechtliche Basis sorgen soll, damit dieses Kraftwerk gebaut werden kann. Warum ist das kompliziert? Ich gebe Ihnen einige Beispiele. Da gibt es so einen Vertrag mit dem größten Steinkohlelieferanten in der Bundesrepublik Deutschland, der besagt, wenn ihr Kraftwerke baut, dann dürft ihr in diesen Kraftwerken nur westdeutsche Steinkohle verbrennen. Ah ja, mit anderen Worten, wenn ihr baut in der Türkei ein Kraftwerk und dann müsst ihr die Kohle von Deutschland in die Türkei schiffen, damit die dort in den Kraftwerken verbrannt wird. Okay, erste Aufgabe. Dann kommt die türkische Regierung und sagt, ja, ist ja ganz schön, was du da vorhast, aber wenn du mit deinen Schiffen durch unsere türkischen Gewässer segeln willst, dann müssen die von einer Reederei betrieben werden, die eine türkische Mehrheitsbeteiligung hat. Also stampft man mal eben eine Firma aus dem Boden mit türkischer Mehrheitsbeteiligung, die eine Reederei darstellt, die dieses Schiff betreibt. Und so nimmt das ganze Gebilde eine Komplexität an, die eigentlich nicht mehr zu durchblicken ist. Und jetzt sitzt mir da gegenüber ein Jurist, der sagt, wie soll ich das machen? So, und schlussendlich kann er es noch machen durch den Einsatz effizienter Technologien, was in diesem Falle meint, verteilte Archive, verteilte DMS-Lösungen, auf die ich international über festgelegte Regularien 24 Stunden rund um die Uhr zugreifen kann. Und das so, wie ich das möchte. Es steht also im Vordergrund, und darauf will ich schlussendlich hinaus, ausschließlich der Prozess. Und ob der jetzt, wenn er das Ding hat, 2 Juristen einsparen kann oder nicht, das ist eigentlich egal. Das spielt auch keine wirkliche Rolle, weil wenn ich das für ihn nicht realisiere, ist er nicht arbeitsfähig, nicht wettbewerbsfähig. Und dieses Problem haben wir jetzt nicht nur in diesem einen Beispiel, sondern in jedem anderen genauso. Ob das die Betriebswirtschaft ist, ob das der Einkauf ist, ob das die Rechnungsprüfung ist oder das Controlling ist, all diese Abteilungen stehen vor neuen Aufgaben, die sie bisher nicht kannten. Und wenn es darum geht, sie arbeitsfähig zu erhalten, vom nationalen zum internationalen Geschäft, dann denke ich nicht darüber nach, ob die Leute Personal einsparen können, sondern ich bringe sie in einen wettbewerbsfähigen Zustand. Das heißt, ich gucke ausschließlich auf die Prozesse. Wenn das nachher mal eingeführt ist, lassen Sie mich das zum Schluss sagen, dann redet man natürlich über Kosten. Was kostet das alles? Dann lebt das Ding über eine Legislaturperiode von 3, 4, 5, 6 Jahren und man guckt unterjährig immer mal wieder, lässt sich was optimieren. Brauchen wir wirklich so viele Lizenzen? Kann man noch mal ein paar Rechner abschaffen? Brauchen wir mehr?
Aber das ist auch schon alles. Köpfe spielen dann hier keine Rolle. Damit will ich nochmal ganz nach rechts außen gucken. Bei Ihnen klang das ja noch so ein bisschen anders. Sie haben sich am Vorwege durchaus Gedanken gemacht, wenn man an ROIs und so etwas denkt. Was muss man denn als Anwender bei der Planung eigentlich berücksichtigen, um hinterher zu dieser Erkenntnis zu kommen? Also es soll sich so rechnen, entweder in den Prozessen oder den Leuten. Was würden Sie den Kollegen hier an die Hand geben wollen? Also gerne habe ich das ja auch nicht gemacht. Aber in so einem Großkonzern spielen natürlich gewisse Regularien eine Rolle. Und denen kann ich mich ja letztendlich auch nicht verschließen. Also muss ich Instrumentarien anwenden, die im Konzern allgemein Gültigkeit haben. Das ist eine ROI-Rechnung, das ist bei uns der sogenannte Capital Value Process, wo ganz schlaue interne, aber externe, was den Geschäftsbereich angeht, externe Köpfe einen beraten und dann letztendlich mit darüber entscheiden, ob so etwas positiv ist. Für uns in dem Fall war einfach nur ausschlaggebend, unsere Marktchancen so abzusichern, dass wir nachhaltig die Geschäftsprozesse tagtäglich so beherrschen können, dass wir, egal wie groß wir auch werden, mit der gleichen Mannschaft dieses Geschäft kundenorientiert und mitarbeiterfreundlich, soweit es geht, betreiben können. Ich stelle einfach noch mal eine Nachfrage an meine Kollegen zu Rechten. Nehmen wir an, Sie wären mit Ihrem Projektantrag zum Vorstand oder zur Geschäftsführung gekommen und hätten nicht vorab diese berühmte Wirtschaftlichkeitskosten-Nutzen-Rechnung, ROI-Betrachtung oder so etwas mitgeliefert. Was wäre Ihnen dann passiert? Also ich habe diese Kosten-Nutzen-Betrachtung in vielen Fällen gar nicht gemacht, weil ich gesagt habe, wenn ich euch jetzt irgendwas erzähle, dann kommt ein wirklich guter Controller und nimmt mir das Ding so dermaßen auseinander, dass kein Stein mehr auf dem anderen steht. Das ist nämlich das Problem, was ich habe, wenn ich versuche, einen ROI zu rechnen, zum einen. Und von daher ist meine Argumentation immer eine andere, dass ich sage, also so arbeitet der Bereich heute, das sind die Anforderungen für die Zukunft. Ihr als Vorstand habt gesagt, ihr wollt das Geschäftsfeld ausbauen. Dazu ist es erforderlich zu investieren in folgendem Umfange. Ob wir diese Investition wieder reinholen und in welcher Zeit, will ich heute nicht sagen, aber in 2 Jahren gucken wir uns das wieder an. Und wir als IT-Leute stellen sicher, zusammen mit den Controllern und den Kollegen vom Rechnungswesen, dass keine Mark mehr ausgegeben wird, als ausgegeben werden muss. Aber ich sage nicht, ich gebe 2 Millionen Euro aus und in 5 Jahren habe ich die wieder drin. Herr Weineck, das haben Sie ja auch nicht gemacht. Ja, so leicht geht das leider bei uns nicht. Also wie gesagt, wir mussten diesen Prozess auch durchstehen. Und das war eigentlich auch ganz okay, weil wir dadurch gezwungen waren, unsere Geschäftsprozesse mal von Grund auf zu analysieren, was man ja relativ selten tut, weil das ja unnütz viel Arbeit darstellt, wenn man das am Anfang sich so anschaut. Und wenn man dann feststellt, dass man 56 Kernprozesse hat, dann verzweifelt man an seinem Geschäft eigentlich, weil so kompliziert kommt einem das tagtäglich gar nicht vor. Und dann muss man zwangsläufig mal analysieren, wo verbraten wir denn eigentlich unsere Millionen an Fixkostenbudget oder auch an variablen Kosten? Und das ist dann ganz interessant, dort im Detail einzusteigen und zu sehen, wo wirtschaftliche Maßnahmen eingeleitet werden können. Und auf die haben wir uns dann gestürzt. Und das war für uns dann auch die Legitimation innerhalb der Projektplanung, der Berechnung und dann auch nachher der Gesamtunternehmensentscheidung, dieses Projekt mit eigenem Personal, nicht mit externem Personal und auch nicht durch den IT-Bereich, sondern durch meine Geschäftseinheit durchzuziehen. Ja, also ohne externen Berater, hatte ich eben verstanden. Ja. Super. Herr Kollege Rassloff, Sie sind Berater. Und die Beratung lebt ja auch davon, dass man Kunden begleitet bei solchen Projekten, wo man Zieldefinitionen macht, Ist-Analysen macht, Soll-Konzeptionen macht und solche Dinge. Mit welchem Handwerkszeug und welcher Zielsetzung würden Sie denn an dieses Thema rangehen, um dem Kunden zu helfen, seine Maßnahme, Sachen
Also ich denke, die erste Maßnahme und das erste und beste Handwerkszeug ist der Mut, nach einer Zieldefinition auch zu sagen, wir machen das Projekt am besten nicht und sich damit auch nicht nur ein gutes Projekt, sondern auch einen langfristigen Kunden zu sichern und zu sagen, es macht einfach keinen Sinn. Wir haben solche Projekte gehabt, wo der Kunde auch ehrlich selbst zu sich selbst gesagt hat, wir haben einen Investitionszeitraum von x Jahren, wir können mit dem System kein Geld verdienen. Und da muss man auch fairerweise sagen, es lohnt sich einfach nicht. Der Prozess, so wie ich ihn heute habe, ein anderer Prozess, auch die Veränderung des Prozesses ist vielleicht billiger, als das jetzt so abzubilden. Was wir heute tun und was wir als Handwerkszeug versuchen auch mitzunehmen, ist einen ganzheitlichen Beratungsansatz zu gehen und nicht nur zu sagen, wir möchten ein Stück Software einführen. Das unterscheidet uns sicherlich auch von Professional Service Abteilungen, die Softwareunternehmen selber haben, sondern wirklich ganzheitlich auf ein Unternehmen zu schauen und zu schauen, habe ich ein Softwareproblem, habe ich vielleicht ein Prozessproblem, habe ich ein Managementproblem, habe ich ein Kulturproblem. Wenn ich über Business Processes, wenn ich über Geschäftsprozesse rede, die durch das ganze Unternehmen gehen, dann spielt das halt alles ineinander und dann muss ich es auch irgendwo verknüpft sehen. Nun haben wir aus unserer Historie als Ex-Tochter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sicherlich genauso den Schraubenzieher wie den Taschenrechner in der Tasche und das ist an der Stelle auch manchmal ganz gut so. Was für mich aber eigentlich der Punkt ist, ich muss drei Projekte trennen und ich muss auch nicht immer auf, oder drei Arten von Projekten trennen, nicht immer auf Teufel komm raus zusehen, dass sich so etwas im Projekt rechnet. Was du vorhin vorgestellt hast, waren ja Projekte, wo ich sage, ich mache ein Projekt, um Geld zu sparen, ich mache ein Projekt, um in einer gewissen Zeit weniger Kosten zu haben als heute. Viele Projekte und gerade Projekte in Großkonzernen haben ja einen ganz anderen Charakter. Die haben den Charakter, dass wenn ich dieses Projekt nicht mache, was mich vielleicht 2, 3, 4, 5, 6 Millionen kostet, ich bestimmte Umorganisationen, bestimmte Organisationsänderungen gar nicht machen kann, dass ich gar nicht in der Lage bin, ein Shared-Service-Konzept aufzubauen, dass ich gar nicht in der Lage bin, verteilte Organisationen aufzubauen. Das heißt, dieses Projekt ist nur ein kleines Rädchen im Bereich eines Gesamtprojektes. Natürlich sollte ich da auch zusehen, so kosteneffizient wie möglich zu arbeiten, aber im einzelnen Projekt muss ich das Projekt nicht immer rechnen, als dass es sich im Ganzen rechnet. Also ich wollte es eigentlich nicht nur auf Kostenbremsen vorhin beschränkt sehen in meiner Einführung, sondern auch in dem Sinne verstanden wissen, dass man Projekte auch unwirtschaftlich machen kann, indem man sie überdimensioniert, das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass auch so ein Projekt auch das Ziel immer haben muss, irgendwo einen neuen Mehrwert zu schaffen, denn sonst sind wir auch gleich bei der Frage Elektrifizierung des Ist-Zustandes. Das kann man ja auch betreiben. Aber Herr Kollege Metzger, wie sieht denn das aus, wenn Sie auf Kunden treffen? Sie haben sie überzeugen können, also schon mal ins Haus zu kommen. Das Sprichwort BPM wird nicht gleich an der Tür zurückgewiesen. Wie reagieren Sie denn auf die Frage nach ROI-Betrachtung und was tun Sie als Anbieter, um dem Kunden eben dort Hilfe zu geben, dass er zu wirklich einem wirtschaftlichen Einsatz kommt? Ja, die ROI-Betrachtung ist natürlich immer ein sehr vielschichtiges Thema. Wir haben hier schon im Prinzip, ich will nicht sagen zwei Meinungen gehört, aber doch zwei irgendwo letzten Endes unterschiedliche Standpunkte von Kundenseite gehört. Ich finde es bemerkenswert und letzten Endes aus unserer Sicht auch wirklich den richtigen Ansatz, von einer sehr starken Problemzentrierung auszugehen, nämlich wirklich mal zu gucken, wo klemmt es denn eigentlich? Was ist denn das Problem, was ich heute in irgendeiner Form erschlagen muss? Und das eigentliche Problem ist ja nicht, eine brauchbare ROI-Betrachtung aufzustellen, sondern das eigentliche Problem sollte doch sein, wie kriege ich irgendetwas, was bis dato nicht funktioniert hat oder nicht gut funktioniert hat, wie kriege ich das ans Laufen, wie kriege ich das ans Funktionieren? Und im zweiten Schritt kann ich mir angucken, ob sich das ganze Thema dann auch noch rechnet, wenn ich von einem Anbieter eine Lösung vorgestellt bekommen habe. Dass man als Anbieter immer wieder in der Problemstellung ist, ja auch in Hochglanzbroschüren ROI-Betrachtungen ja, in den Markt werfen zu müssen, regelrecht. Ja, wir klemmen da so ein bisschen zwischen Baum und Borke, will ich auch ganz klar sagen. Auf der einen Seite, wir wissen auch, ROI-Betrachtungen, wenn man da einen Controller dran setzt, der drückt auf die richtigen Knöpfe und hat das Thema sehr schnell auseinandergenommen, insbesondere wenn es Hochglanz-ROI-Betrachtungen sind. Auf der anderen Seite wird man im Markt auch sehr schnell verdächtigt, ein recht komischer Anbieter zu sein oder ein Anbieter ganz, ganz obskurer Systeme zu sein, wenn man solche Dinge nun wiederum nicht hat. Also insofern
Ich komme mir manchmal wirklich ein bisschen vor wie zwischen Baum und Borke. Was soll man denn nun tun, egal welche Richtung man einschlägt? Es wird einfach schwierig, einfach weil die Interessenlagen der Kunden auch immer sehr unterschiedlich sind. Ich lege da einfach nochmal eine technische Frage nach. Wenn man sich mal Ihre Software als Modell nimmt, gibt es da sowas wie eine ROI-Engine drin, die regelmäßig ausrechnet, wie war es vorher, wie war es nach der Optimierung der Prozesse, wie viel Zeit habe ich gespart, was habe ich mehr gemacht? Haben Sie da entsprechende Mittel für Ihre Kunden, dass denen das ein einfacher fällt? Oder muss man wirklich wie die KPMG mit Schraubenzieher und Handrechner daran gehen? Ja gut, es wird in einem Punkt problematisch, Sie haben es selber angesprochen, die Systeme können natürlich nicht betrachten, wie war es vorher. Weil sobald die Systeme da sind, ist die Änderung herbeigeführt und insofern wird es schwierig, wenn eben halt nicht von vornherein betriebswirtschaftliche Daten vorliegen, in irgendeiner Form einen Vorher-Nachher-Vergleich zu ziehen, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz liefern moderne BPM-Tools heute genügend Ist-Daten ab, sodass ich an beliebiger Stelle Zeiten messen kann, Aufwände messen kann. Ich kann unter Umständen, wenn ich eben halt in der Lage bin, Kosten mit diesen ganzen Dingen zu verknüpfen, auch zu brauchbaren Auswertungen hinsichtlich des neuen Ist-Zustands kommen. In welche Relation ich das dann setze, ob ich das in eine Relation setze zu geplanten Projektzielen oder in Relation setzen kann zu Dingen, die ich eben halt vorher mir schon angeguckt habe, wie war es denn mal. Nun gut, die Daten muss ich einfach haben, um Letzteres machen zu können. Herr Kollege Kerbus, Sie haben sich ja sehr stark fokussiert auf den Aspekt Personal und Prozesse. Was haben Sie denn im Vorwege getan, um handgreifliche Werte zu bekommen, um dieser leidigen Diskussion in Ist-Analysen zu entgehen, wo man denn vor den quantifizierbaren Faktoren, die wir jetzt so ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen, hinzukommen eigentlich zu den qualitativen Faktoren? Wie würden Sie dieses Verhältnis quantifizierbar zu qualitativ bewerten? Also es reduziert sich wirklich auf das Problem, so wie Sie es gerade gesagt haben, und dessen Lösung. Heißt, ich gucke mir an, wie arbeitet so ein Bereich heute und wie müsste er eigentlich arbeiten, damit der Konzern wettbewerbsfähig ist oder damit er ein bestimmtes Geschäft machen kann. So, und dann sehe ich mir nur noch an, was kann ich als Techniker, als EDV-Manager, als Elektrifizierer dazu beitragen, dieses Problem zu lösen. Und der Ansatz ist denkbar pragmatisch. Ich gehe mal so ein bisschen weg jetzt von diesem Dokumentenmanagement-Ding. Ich gebe Ihnen andere Beispiele. Als ich zur Stärke gekommen bin, hat eine E-Mail von Deutschland nach Amerika 3 Tage gebraucht. Es gab keine Garantie, dass die jemals angekommen ist. Eine Verbesserung dahingehend, dass so eine E-Mail nicht mehr 3 Tage, sondern 30 Sekunden braucht und garantiert ankommt, kostet den Konzern einmal Aufwand 900.000 damals noch D-Mark an EDV-Equipment. So, die einfache Frage an die Lenker des Konzerns gestellt ist also, das ist die mögliche Verbesserung, das kostet es. Und wo ist jetzt der ROI, dass eine E-Mail nicht 3 Tage, sondern 30 Sekunden braucht? Da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden. Wollt ihr das haben, ja oder nein? Sinngemäß. Die Antwort war ja. Nehmen wir noch ein anderes Thema. Firewall, Security. Sagen Sie einem kaufmännischen Vorstand mal, dass er eine Firewall braucht. Der weiß gar nicht, was das ist und das Ding kostet einen 7-stelligen Betrag. Wie wollen Sie den jetzt überzeugen, einen 7-stelligen Betrag auszugeben für etwas, was er überhaupt nicht greifen kann? Da bedient man sich, ich habe mich bedient, eines Tricks und habe den Konzern seinerzeit vom Chaos-Realitätsdienst hacken lassen, ohne dass es jemand wusste. Und habe dann dem Vorsitzenden des Vorstandes eine E-Mail gezeigt, die ich in seinem Namen geschrieben habe, von einem externen PC an sich selbst, gespickt mit einigen Rechtschreibfehlern, und habe ihm gesagt, dafür habe ich 5 Minuten gebraucht und wenn ich das kann, kann das auch jeder andere. Vermeiden kann ich das dadurch, dass das jeder kann, dass ich jetzt 1,2 Millionen D-Mark für eine Firewall ausgebe. Möchtest du sie haben oder möchtest du sie nicht haben? Er wollte sie haben. Und die Frage nach dem ROI musste ich bis heute nicht beantworten. Das meine ich mit problem- oder lösungsorientierten Ansätzen. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, SAP-Release-Wechsel.
Wir fahren heute noch, ich weiß nicht, wer von Ihnen in der SAP-Umfeld fit ist, wir fahren heute noch ein SAP R3 3.1 IDA. Das ist nicht sehr weit vorne, ist nicht sehr aktuell. Und den Release-Wechsel auf die aktuelle Version machen wir erst zum Ende diesen Kalenderjahres. Diesen Release-Wechsel habe ich, soweit es eben irgendwie möglich war, herausgezögert. Warum? Weil es nicht notwendig war, ihn vorher durchzuführen. Nur weil Gott und alle Welt ihn durchgeführt haben und weil die SAP mir gesagt hat, du hast wesentliche Verbesserungen, wenn du die Version 4.6 zum Einsatz bringst. Denn wesentliche Verbesserungen haben sich für mich in meinem operativen Geschäft im SAP nicht aufzeigen können. Und ich muss heute eigentlich nur eine Migration am Ende des Kalenderjahres durchführen, weil die SAP irgendwann die Wartung kündigt. Also da stehe ich dann auf der Bremse und sage, wir geben diese 500.000 Euro nicht aus. Auch wieder aus ganz pragmatischen Gründen, weil ich sage, der Wert, die Werterhöhung ist nicht greifbar. Das ist im Regelfall unser Vorgehen, wenn es um solche IT-Projekte geht. Herr Kollege Warneck, ist es bei der BP genauso oder haben Sie da andere Restriktionen? Müssen Sie sich vorher erstmal durch die Qual der quantifizierbaren und qualifizierbaren Faktoren bewegen, bevor Sie das Geld kriegen oder nicht ausgeben? Also wir kriegen grundsätzlich kein Geld, sondern wir dürfen immer alles aus eigenen Einsparungen finanzieren. Das müssen wir allerdings glaubwürdig machen. Durch diesen Prozess müssen wir durch und dann bekommen wir auch unser Okay. Was jetzt die Nachhaltigkeit in dem Fall dann angeht, hinterher guckt allerdings keiner mehr direkt auf dieses Projekt und sagt, war es denn so erfolgreich, sondern man guckt einfach auf den Gesamterfolg dieses Geschäftsbereichs und sagt, oh ja, die sind gut gewachsen, die haben weniger Geld ausgegeben, obwohl sie ein neues Projekt angeschoben haben und dieses auch noch innerhalb des bestehenden Budgets akkommodieren mussten und sie sind mit denselben Leuten ausgekommen. Und das ist Erfolg. Kollege Raslauf, ich hatte Sie aber vorhin so verstanden, dass es ja eine wesentliche Aufgabe ist, auch bei der Durchführung von Projekten genau dieses zu machen. Ich habe so hier den Eindruck, wir haben hier zwei Anwender, die diese Service-Dienstleistung, also einem Kunden zu helfen, mit vernünftigen Daten zu einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu kommen, gar nicht in dem Maße nutzen. Na gut, es kann der Kunde glücklich sein, der Abteilungen, Organisationseinheiten, Leute hat, die in der Lage sind, auf der einen Seite das technische Geschäft zu verstehen, auf der anderen Seite das betriebsinterne Geschäft zu verstehen. Die Möglichkeit, ich fand die Idee mit dem E-Mail sehr schön, wie man so etwas dann sehr schnell, sehr transparent machen kann. Im Regelfall habe ich aber in großen Firmen, auch in mittelständischen Firmen, Bereiche, die fokussiert sind, entweder auf ihr Geschäft. Ich gebe ein Beispiel, wir haben sehr viel in Rechnungswesenabteilungen zu tun. Da habe ich im Regelfall exzellente Finanzleute zu sitzen. Die kennen ihren Prozess, die kennen ihre tägliche Arbeit. So, und die unterliegen einer Umorganisation, die unterliegen einer Prozessveränderung und sagen dann, ich brauche dafür ein technisches Vehikel, was mir diesen Prozess umsetzt. Das möchte ich möglichst effizient, möglichst günstig haben. Das möchte ich aber gar nicht unbedingt selber machen. Dass ich dann hingehe und das so günstig wie möglich einkaufen will, das ist gutes kaufmännisches Grundverständnis, das ist auch irgendwie nicht neu. Was ich dann eben schaffen muss, und das ist vielleicht, wenn wir wieder zu dem zurückkommen, über was wir einfach am Anfang gesprochen haben, über BPM-Projekte, dass ich heute halt Systeme habe, die in den Geschäftsprozessen wirklich hoch vernetzt sind. Das heißt, ich kann gar nicht mehr sagen, kommt denn der ROI oder die Wirtschaftlichkeit eigentlich aus der 1 Million Investition in ein Workflow-Produkt, was Taffware heißt, oder kommt das daraus, dass ich meinen gesamten Business-Prozess bei der Software-Einführung einmal komplett von links auf rechts gedreht habe, oder kommt der daraus, dass ich mir vielleicht noch das System extern betreiben lasse und auch noch einen externen Dienstleister habe, der mir am Anfang noch das Papier in den Scanner schiebt. Das heißt, diese einfache Betrachtung ROI auf Software oder nicht, die kann ich so gar nicht führen. Ich muss wirklich, da bin ich völlig bei Ihnen, erstmal meine Problemstellung sauber definieren. Was habe ich überhaupt für ein Problem? Um dann wirklich auch meine Lösung dagegen rechnen zu können. Und die Lösung ist dann nicht ein Stück Software. Die Lösung ist eine Prozessveränderung, eine Kulturveränderung und sicherlich auch ein Stückchen Technik. Herr Kollege Metzger, fragen wir noch mal ganz konkret aus der anderen Sicht. Wir hatten eben zwei Einzelfälle, wir hatten die Sicht des Beraters. Ihre Software läuft ja nun in einer ganzen Reihe von Unternehmen, schon auch über einen längeren Zeitraum, dass man so auf den
lange Sicht mal betrachten könnte, wie ist denn das über die Jahre gelaufen? Und wir hatten so als Eingangsthese, wenn man als Anbieter zum neuen Kunden kommt, wird man sicherlich nach einer Reu-Betrachtung gefragt. Da könnte ich jetzt mal so einfach fragen, wie viele Kunden fragen das vorher, wie viele Kunden fragen das am Ende des Projektes nochmal und tun es dann und wie viele Kunden fragen das auch vielleicht nochmal nach 3 Jahren, wie sieht es dann jetzt aus? Gibt es da bei Ihnen Erfahrungswerte? Ja, letzten Endes gibt es sogar, wenn man die Diskussion so hört, vielleicht sogar recht überraschende Erfahrungswerte. Die wenigsten Kunden fragen direkt nach einer ROI-Betrachtung. Heißt das, das ist nur der Hype der Berater, die versuchen im Rahmen ihrer Dienstleistung den Kunden zu suggerieren, du musst erstmal eine ROI-Betrachtung machen? Ja, das kann ich ja fast nicht beantworten, wenn ich dann neben dem Herrn Rasloff sitzen bleiben möchte. Nein, Spaß beiseite, ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Form Hype von Beratern oder dergleichen eine Rolle spielt, sondern dass letzten Endes der Kunde, der Interessent, ganz klar in der Regel ein Problem im Auge hat, eine Aufgabenstellung im Auge hat, die er in irgendeiner Form erledigt haben möchte. Und es ist sich, denke ich, heute jeder im Klaren darüber, dass eine generelle ROI-Aussage zu einem solchen Thema, was auch immer da auf einem zukommt, wenig Sinn macht. Und dass Erfahrungen aus anderen Branchen, egal wie lang oder über welche Zeiträume hinweg sie betrachtet worden sind, in der Regel keine Rolle spielen. Einfach deshalb, weil sehr viele Bewertungsgrundlagen überhaupt nicht klar fassbar sind unter Umständen. Ein Kunde kann hingehen und kann sagen, eine Beantwortung einer Anfrage meines Kunden, die Beantwortung einer Reklamation meines Kunden hat einen bestimmten Wert. Und je schneller ich das tue, umso besser ist es. Und ich bewerte das einfach monetär in auch einer ROI-Betrachtung. Das heißt also, eine Prozessoptimierung hat neben eben halt klar greifbaren Größenordnungen auch diese weichen, wenn man so will, Kostenpunkte oder Größenordnungen mit beinhaltet. Und ja, wie will man das woanders hin übertragen? Es geht fast nicht. So einfach lasse ich Sie nicht entkommen. Also meine Frage war so ganz konkret. Wir erleben das ja häufig, wenn man zum Kunden kommt, dann kommt irgendwann während so eines Projektes die Frage nach Kosten, nach Nutzen, nach ROI. Und meine Frage zielte ganz einfach darauf hin, was tun denn die Kunden hinterher, wenn das Projekt vorbei ist? Also wenn die Berater raus sind, wenn sie als Anbieter schon raus sind, gibt es da nach Ihren Erfahrungen noch Leute, die auch nochmal nach 3 oder nach 5 Jahren nachgeguckt haben? War denn das, was wir damals gemacht haben, nicht nur so ein kurzfristiger Erfolg oder hat das wirklich eine Veränderung gebracht, eine Nachhaltigkeit? Haben Sie da mal Ihre Kunden so nach ein paar Jahren befragt, wie dann mit Ihren Lösungen umgegangen wird? Also wir befragen unsere Kunden schon regelmäßig, auch längerfristig. Die Betrachtung, gerade was Wirtschaftlichkeit angeht, hinter einem Projekt, ich möchte es mal so ausdrücken, findet in der Regel nicht statt. Eine weitergehende Betrachtung über eventuell Jahre hinweg ist mir persönlich noch nicht untergekommen in der Branche. Wäre mir also absolut neu, dass das wirklich mal gemacht worden wäre. Ich denke mir, es könnte an vielen Stellen sehr interessant sein. Wir reden sehr viel über Nachhaltigkeit, von Veränderungen. Ich glaube, dass das Thema, bringen wir es auf den alten Begriff, Workflow, wir haben da gar kein Problem mit, sehr nachhaltig wirkt, sehr nachhaltig die Kultur, letztlich natürlich die Abläufe eines Unternehmens verändert und dass es eher pro BPM, pro Workflow spricht, wenn man sich auch mal über längere Zeiträume hinweg Projekte betrachtet, respektive Veränderungen betrachtet und welche Auswirkungen diese haben. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich ab sofort anfange, Zeit des Sektempfanges wegzunehmen. Deshalb möchte ich eigentlich jetzt nochmal Folgendes machen. Wir haben eine ganze Reihe von Begriffen einfach in den Raum geworfen, haben festgestellt, dass eigentlich BPM keinen so richtig interessiert. Ja, weder den Hersteller, weder den Berater, noch die Anwender. Ja. Wir haben festgestellt, dass offenbar um dieses Thema rechenbarer ROI, denn bei ROI geht es ja um rechenbaren Nutzen, also auch irgendwo Zahlen und Figures, unter Umständen nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dass es offenbar
kaum jemanden gibt, zumindest nach den Erfahrungen des Anbieters, der denn auch nach ein paar Jahren nochmal wirklich mit einer Messlinie rangeht. Was habe ich denn damals in meinem Unternehmen gemacht? Was habe ich ihm angetan, im Guten wie im Schlechten, mit dem, was ich da in IT eingeführt habe? Und so als Abschlussstatement würde ich mir von jedem der vier Diskutanten nochmal wünschen, dass er aus seiner Sicht kurz sagt, wie soll ich mit dem Begriff BPM denn umgehen? Welche Rolle sollte eine ROI-Betrachtung haben? Und welchen Wert hat eigentlich diese Nachhaltigkeit, also wirklich die Veränderung, die ich im Unternehmen erzeugt habe, auf lange Sicht? Wollen Sie anfangen? Gerne, ja. Also für mich persönlich ist wichtig, dass ich habe nachweisen können, dass unsere Geschäftsprozesse effizienter geworden sind, dabei gleichzeitig sicherer geworden sind und wir unser Geschäft massiv haben ausdehnen können mit der gleichen Mannschaft innerhalb des gleichen Budgets. Dazu haben wir uns übrigens auch ein paar kleine Hilfsmittel bedient, nämlich zum Beispiel Festpreisangeboten und auch festen jährlichen Kosten, sodass ich also auch auf der Ebene jährlich ganz leicht nachkontrollieren kann, bin ich im Budget oder bin ich nicht. Und wir sind stets im Budget, weil wir eben Festpreisverpflichtungen eingegangen sind. Und deshalb sind wir mit unserer Lösung sehr, sehr zufrieden. Die Geschäftsleitung auch, weil sie eben sieht, wir haben Erfolg und die Kosten sind begrenzt. Aber auf die eigentliche ROI-Berechnung, die jedem Projekt bei uns zugrunde liegt, guckt keiner. Also den Begriff BPM mag ich weiterhin nicht. Es tut mir leid, wenn ich dazu sage. Ich verwende ihn auch bei uns im Haus eigentlich nicht, wie auch alle anderen englischen Begriffe im Regelfall nicht. Es sei denn, es lässt sich nicht vermeiden, keine Frage. Es muss gestattet sein, Konzernlenkern klarzumachen, dass eine ROI-Betrachtung nicht immer sinnvoll ist. Die Entscheidung, ob sie gemacht wird oder nicht, ist nie die eines Einzelnen, sondern ist nach meiner Auffassung, so praktiziere ich es zumindest, eine gemeinschaftliche Betrachtung eines Controllers, eines Rechnungswesenmannes und meiner Person, eines IT-Chefs, wenn wir jetzt von IT-Projekten reden. Wenn alle drei zu dem Schluss kommen, es lässt sich eine Wirtschaftlichkeit rechnen und der Controller, der sie mir normalerweise auseinandernehmen würde, stimmt dem so zu und sagt, das kann man so darstellen, dann machen wir das auch und dann sollte man das auch tun. Und wenn sich diese Wirtschaftlichkeit nicht plausibel rechnen lässt, dann muss nur einer von dreien den Mut haben, der Konzernspitze zu sagen, ich will von dir x Euro haben, aber ich sage dir nicht, wann du sie wieder reinkriegst. Aber das System, was wir dafür kaufen oder die Technologie, die wir zum Einsatz bringen, die brauchen wir, weil. Und da muss man in der Lage sein, einen Vorstand richtig zu adressieren, damit er dieses Komma, weil versteht. Und dann hat man eigentlich das Baby zu Hause. Das ist mein Statement dazu. Vielen Dank. Ja, zum Thema BPM. Ich glaube, die Frage ist weniger, sollte man sich mit BPM beschäftigen oder nicht damit beschäftigen, muss man sich dieses Themas nun unbedingt annehmen, wie wir das mal im Internet-Hype kannten, wo nun gut jeder kleine Bäckermeister meinte, im Internet auftreten zu müssen, unabhängig davon, ob das in irgendeiner Form jemals einen Sinn machen könnte. Ich denke, ähnlich sollte man an ein BPM-Thema herangehen, sich primär die Frage zu stellen, ja, wo liegen denn Aufgabenstellungen? Was muss ich denn erledigen? Was muss ich machen können? Wo muss ich Dinge verbessern? Und sich dann die Frage stellen, ist BPM eine Lösung? Kann das Problem damit erschlagen werden? Werde ich damit besser? Werde ich damit schneller? Werde ich damit letzten Endes auch wirtschaftlicher? Und da spielt sicherlich eine ROI-Betrachtung, Gott, auch wieder ein englischer Begriff, man hat irgendwann mal Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in Deutschland gesagt, sicherlich eine wesentliche Rolle. Und um zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen, muss ich mir schon mal vorher Gedanken gemacht haben, wie stehe ich denn heute da? Wie ist denn die Ist-Situation? Was für Kosten sind damit verbunden? Und kann dann schon von den Herstellern einfordern, wie wird das denn aussehen können? Kann mit entsprechenden, ob nun Plan oder auch Echtszenarien arbeiten, um dann wirklich zu Ergebnissen zu kommen und zu sagen, gut, da ist mein Problem, klar definiert, BPM ist eine Lösung dafür, das Ganze rechnet sich, off you go. Interessant wäre dann sicherlich mal hinzugehen, wie gesagt, die langfristige Betrachtung auch mal anzustellen, hat mir das in aller Nachhaltigkeit etwas gebracht.
wäre eine interessante Aufforderung in dem Fall ans Publikum. Ja, ich fange vielleicht mal von hinten an mit drei Kommentaren. A, die Projekte, die sich nicht rechnen oder die Projekte, die sich nachhaltig nicht rechnen. Die IT-Abteilungen in den großen Häusern, in den mittelständischen Häusern sind heute eigentlich alle so unter Druck, dass Systeme, die sich nicht rechnen oder Systeme, die sich nachhaltig nicht irgendwo selbst finanzieren oder die von den Fachabteilungen nicht getragen werden, sowieso relativ schnell wieder weg sind. Es sei denn, es sind einfach Systeme wie ein Finanzbuchhaltungssystem, das muss ich haben, oder wie ein E-Mail-System, das will jeder haben. Da ist dann aber einfach auch nur noch die Frage, wie kann ich es möglichst günstig betreiben? Zwei, ist BPM ein Thema, ist BPM kein Thema? Ich habe vorhin schon mal gesagt, gut, ob ich es BPM nenne oder irgendwie anders nenne, wir haben wahrscheinlich 25 verschiedene Begriffsbildungen oben in der Halle dafür. Der Fortschritt, den wir haben und den wir auch erkannt haben und den wir auch in der Entwicklung der Systeme erkannt haben, ist, dass es die Hersteller geschafft haben, wirklich Systeme zu bauen, die Geschäftsprozesse in den verschiedensten Bereichen effizienter machen, schlanker machen, schneller machen und damit auch Geld verdienen. Und das kann ich auch rechnen. Und das Dritte ist einfach, wieder dazu zurückzukommen, was man an der einen oder anderen Stelle vielleicht aus dem Auge verloren hat, ob mit oder ohne Berater, dass eine IT-Abteilung zusammen mit einer Fachabteilung ein sauberes Projekt aufsetzt, sauber Ziele definiert, sauber Probleme definiert, ein sauberes Soll definiert, sich sauber selbst controlled im Rahmen des Projektes und sicherlich auch ein Stück weit eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dazu rechnet. Das ist aber nichts Neues. Das ist eigentlich traditionelles Projektmanagement-Handwerk. Ich darf mich erstmal bei allen vier Mitdiskutanten herzlich bedanken. Ich hoffe auch, dass Sie ein paar Ideen mitgenommen haben, wie Sie jetzt diese Begriffe einschätzen. Mein abschließendes Statement ist, ich finde am Begriff BPM eigentlich nur ein Wort gut, dass man nämlich sich zurückbesinnt auf das Thema Prozesse. Das ist bei all diesen technologischen Diskussionen der Vergangenheit meines Erachtens zu sehr untergegangen. Ich persönlich finde es auch gut, dass man wegkommt von den rein quantifizierbaren Faktoren, wo man meinte, denn durch Raumeinsparung oder was auch immer, Projekte wirtschaftlich zu rechnen, sondern dass man wirklich die Problemlösung in den Vordergrund stellt. Und was mich besonders gefreut hat, dass ich geschafft habe, zwei unterschiedliche Anwendermeinungen auf den Tisch zu bekommen und auch zwei unterschiedliche Anbietermeinungen. Und ich möchte mich so abschließend nochmal für die eine oder andere spitze, provokative Frage und Seitenstichelei entschuldigen. Ich hoffe aber, damit ein wenig der Diskussion beigetragen zu haben und darf Sie noch einladen, jetzt drüber zu gehen, nochmal zur Halle. Oben ist ein kleiner Empfang und möchte damit den heutigen Tag beschließen. Herzlichen Dank.